wunderschönen guten Abend. Hey Dodo, hey Ekaterina, Skavia, Jana, Julius, TL. So. Huch. Hi Alexis, Lou, Valentina, Monika, Skavia, Lilian, Nienchen, Leni, Sabrina, Elena, Julius, Mia, Wolf, Lisa, Tyra, Ali, Romy, Lilly, Ida, Amy, Pia, Lena. Guten Abend an Diana, Sabine, Pia, Udo, Romy. Du hast ein Pony gekauft. Hi Felicia, Christiane, Lilian. Wir konnten nichts dabei, da gebiet klar. Huch. Hi Kati, keine Ahnung. Einen wunderschönen guten Abend euch. Ich meinte die Ingame-Jana, aber an dich auch, Jana. Und hey, Nora. Hey, Chiara, Joanna, Medina. Klar darf man mitleveln. Hallo? Das ist ein öffentlicher Server, das ist nicht mein Privatserver. Jetzt hast du noch kaputt. Dann gute Besserung an dein Star-Stable. Hey, Heidi. Mir geht es gut, Wolf. Ich hoffe, bei dir geht es auch gut. Katrin, Jana, Janne. Was ist das denn für ein Name? Die Bunny Bird Friends. Einen wunderschönen guten Abend an alle und auch nochmal Dank an alle, die mitgemacht haben bei der Outfit-Folge. Ah, shit. Danke für über 50 Likes schon und ich habe sogar meinen Kopfhörer ein. Hast du den Heimi? Ja, ich habe den Heimi gefunden. Kein Kommentar. Das ist eine lila Kugellichterkette. Okay. Die Selma sieht aus wie... Warum hat die Selma diese Maske auf? Das ist gruselig. Ah, mein Auge. Ah. Server 3 ist leider zu. Ich wollte auf Server 3, aber... Server 3 sagt, nee, geh mal weg, du. Ich bleibe auf jeden Fall noch Morland vor Pinter. Wir müssen ein bisschen leveln hier. Die Dangerous Scorpions finde ich geil. Hi Daisy, danke für die ganzen Likes auf jeden Fall an euch. Hey Tina. Einfach das ist ein Rob Otter. Oh mein Gott, das war... Hä? Ich hab's verfehlt? Hi Smilla. So. Die Strecke bringt echt super wenig EP, ey. Egal. Die sind so viel, bringen so viel wie ein Rennen dann. Die ist auch geil, wenn man die am Stück machen könnte. Auch so wie bei
wie bei bei den Rennen bei der Starshine Ranch. Ja, mein Internet ist heute auch schlecht, also wundert euch nicht, falls ich jetzt gleich weg sein werde, mein Internet spackt heute extrem ab, also deswegen, ich habe heute schon den ganzen Tag über echt Probleme gehabt, auch bei den Aufnahmen und allem her. Sollte ich weg sein, tut es mir leid, ich versuche zu streamen, das, was auch immer momentan das Internet ist, ist das Internet. Der Internet-Mampf. Was für die Geburt dann? Alles Gute, Stefanie. In 2 oder 3 Tagen kommt auch Genshin Impact 1.4. Oh, ich muss gleich niesen, glaube ich. Alles Gute zum Geburtstag. Irgendwie vermisse ich das Pole-Bending hier in Moorland. Ich weiß auch nicht. Dass da irgendwie nichts ist da vorne, irgendwie fehlt das. Ach, jetzt komm, das war volle Kanne durch. Die dritte Runde. Jetzt aber. Nee, also, ich weiß auch nicht genau. Also, heute ist es echt mega mies. Deswegen. Keine Ahnung, was es denn nicht hat. Ja, ich freue mich auch auf die 1.4, Barry. Vor allem, weil auch ein Venti-Banner wieder kommt. Und ich wollte halt noch ein Venti ziehen. Die Waffen werde ich nicht ziehen bei der 1.4, weil die Waffen nicht für mein Team geeignet sind. Das sind eher Caster-Waffen. Also, die bringen mir nicht viel. Deswegen ziehe ich jetzt noch ein paar Waffen bis zur 1.4. Und danach ziehe ich dann auf Venti. Eieiei. Heute Abend werde ich noch ein bisschen an meinem Club-Logo basteln. Evil Rainbows nehmen Farbe an. Hey Ruby. Funktioniert das eigentlich mit der Musik in deinen Videos, da ich eine Auswahl verwenden kann? Ich bezahle eine Musikbibliothek. Also Epidemic Sounds ist ein Online-Musikunternehmen. Die kaufen gewisse Künstler ein. Und ich darf alles verwenden, was sie eingekauft haben. Dafür zahle ich monatlich einen Betrag oder in dem Fall mein Netzwerk übernimmt das. Mein Netzwerk bekommt einen gewissen Betrag von meinen Einnahmen und dafür bieten sie mir kostenlos an, die Musik von Epidemic zu nutzen. Du hast 120 Boxen auf einem kleinen Charakter, das kann aber nicht sein, weil nach 90 kriegst du ja einen Safe. Nach 90 kriegst du auf jeden Fall einen. Das ist in diesem System vorgesehen. Also nach 90 musst du einen bekommen. Außer du hast halt eine 5-Sterne-Waffe dann bekommen. Aber das ist halt wichtig. Ja, Ayaka möchte ich halt nicht. Ich brauche einen Venti noch, damit Ventis Effekt stärker ist. Ich habe Venti ja schon auf 2. Und ich brauche ihn halt auf 3, damit dieser Wind nochmal schreddert. Deswegen, hi Mareike! Deswegen will ich halt lieber Venti nochmal nehmen. Warte mal, uns fehlen noch genau 3000 EP. Ein bisschen weniger sogar. Mit den 500, die ich noch aus der Token-Sache bekomme, fehlen mir noch 2,5 ungefähr. Happy Birthday, Luna, Luna! Ich bin immer ein bisschen lost. Alles gut, Lilly. Musst du dich nicht entschuldigen für... Wer muss denn eigentlich alles morgen wieder in die Schule? Guten Abend, Hananas. Hananas?
Oh, ich habe momentan heute, ich habe heute echt so Probleme mit dem Wetter irgendwie draußen. Das ist richtig übel irgendwie. Es war auch und es ist super unangenehm. Die Hunde haben auch gar keinen Bock gehabt, rauszugehen. Die waren mega pisst. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber hier hat man die Chance, auf deiner Liste zu landen. Freundesliste, wenn ich sie neu mache, dann kann jeder drauf, genau. Also, wenn ich sie neu mache, dann kann jeder auf die Liste drauf, der drauf ist, weil dann darf. Dann macht man, nutze ich immer diese Fähigkeit. Oh, ist gerade Ali abgestürzt? Wo ist sie denn hin? Hallo? Oh, da ist sie. Abgestürzt, ey. Heute kommt auf jeden Fall unser Pferd auf 15. Ich habe vergessen, die Hufeisen drauf zu packen, fällt mir gerade auf. Hey, Reinecke. Kommt das von dem Fuchs? Oder heißt Reinecke nicht sogar Fuchs irgendwie so? Ich weiß es nicht. Hey, im Titel steht auf Server 4. Da steht doch nicht Server 15, Server 4. Es steht da Level 15, nicht Server 15. Level nicht gleich Server. Mir geht das gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. An die Victorious Kittens. Hi, Ada Beach Home. Reinecke ist dein Nachname. Ach so, ich dachte, das kommt halt von dem Fuchs. Ach so. Seit wann muss man spielen, um Level 23 zu sein? Du musst mindestens 8 Ende 9. Also du musst seit 2012, also 2011 Ende, 2012 Anfang musst du gespielt haben, sonst geht es einfach nicht, weil du brauchst 8 Jahre mindestens an Spielzeit. Mindestens 8 Jahre. Es geht nicht anders, weil ich weiß das, weil ich habe 7 Jahre Spielzeit, also 7 und ein bisschen was. Und ich weiß, welche Quests ich nicht gemacht habe. Also es wäre mit den 7 Jahren keineweise, nicht ansatzweise möglich, auf Level 13 zu kommen, 23, 13, 23 zu kommen. Da könnt ihr auch gucken, die Leute, die halt 23 sind, wie eine Holly zum Beispiel. Fragt einfach mal die, ab wann sie spielen. Also du musst wirklich von Beginn an gespielt haben, um 23 zu sein und wirklich alles mitgemacht haben. Also 23 ist wirklich super rare, weil einfach du musst so viel gemacht haben dafür. Deswegen gibt es ja auch so gut wie keine 23er, weil du halt wirklich die ganzen Jahre durchgepowert haben musst. Deswegen, also 23 ist noch super rare. Wird aber natürlich auch mit jedem EP bisschen, wird es häufiger, klar. Ja, aber das kann ja nicht sein. Ich spiele ja 2014, kann ja nicht sein. Dann wäre ich ja 23. Also, da wenn alle mit mir angefangen haben, 23. Ich spiele ja schon seit 13. Es ist ja. Es gab doch niemals erst seit 2013 Limited Time Events. Weil ich habe eine gewisse Zeit lang keine Events gemacht, aber dann hätte ich ja über 13.000 Erfahrungspunkte nicht mitgemacht durch Limited Time Events. Das kann nicht sein. Das ist ja, uff, das wäre krass, nee.
Weil ich spiele ja 7 Jahre schon, also seit 2013. Aber Harald spielt seit Mai 2015 und ist kurz vor... Hä, aber ich hab doch nicht so viel AP verschenkt. Ach, kein Plan. Ich weiß nicht, wie viel ich verschenkt habe, aber mir hat man gesagt, man muss seit Beginn gespielt haben. Alle, die 23 sind. Ach, das ist Champi. Erstmal kurz. Ich brauche noch, Ruf. Welches Champi ist denn jetzt gleich? Moment, warte mal kurz. Champi. Ah, 4 Growth. Scheiße, wir brauchen schnell EP. Okay, wir gehen zur Ranch. Schnell Starshine Ranch, damit wir schnell 15 sind und dann zum Champi. Halt, wir machen das ganz einfach. Wir machen das ganz einfach. Ganz kurz, Abholservice. Im vierten Viertel meinte er mal, glaube ich, zu Level 23. Ich bin seit November 12 fast. Ich bin seit November 12 dabei und fast 23. Ja, das kommt ja schon hin, was Yasuo Cool schreibt. Genau. Also was Yasuo Cool schreibt, ist das, was ich auch so ungefähr drin habe. Dass wenn du 2.12, bist du dann ungefähr jetzt fertig. Ja. Das ist ja ungefähr das, was ich mal sage. 8 Jahre, genau. 8 Jahre brauchst du, damit du so viel bekommst. TL, ich würde mich da nicht hetzen, ganz im Ernst. Würde ich mich null hetzen. Wenn du 3x13 bist, ist ja kein Rennen. Also das Spiel ist kein Rennen. Hier im Spiel sind Rennen, aber das Spiel selber ist kein Rennen. Von daher, wenn du damit mit dem... Du musst mit dem Tempo zufrieden sein. Du kannst es ja beschleunigen. Dein Hund Milo. Oh nein, ich grüße jetzt keine Hunde, weil... Allein Fennemar gab aber schon 2000 bis 3000... Oh Gott, dieses... Moment, warte kurz. Fennemar gab 3000 EP im Jahr. Moment, ganz kurz. Okay, wir brauchen schnell zwei Tiere. Oh Gott, bitte sein Tier. Ich meine, keine Kuh! Ah, oh, ich hasse dich! Scheiße, wir haben keine Zeit, Kuh. Kuh, du bist so langsam. Oh, scheiße, ich muss wirklich... Immer dieser Platz ist so nervig mit der Kuh. Ja, du kannst auch super schnell auf Level 13, 14 kommen. Danach zieht sich's. Ich spiele seit Ende 2014 bin... Ja, also... 2015 kann doch nicht... Moment, hä? Wo ist jetzt die Kuh hin? Wieso steht die denn da? Ich habe keine Zeit. Moment, lass mich ganz kurz bitte auf die... Lass mich ganz kurz die Kuh bringen. Ich muss, danach reden wir weiter kurz. Ich brauche ganz kurz schnell Level 15 fürs Champion. Unabhängig davon ist es super nervig, dass 23 immer noch Speedpunkte halt dazu gibt und vor allem so viel dazu gibt. Also ich würde es halt feiern, wenn aber 22 mit dem Speed Schluss wäre. Man kann ja leveln, das wäre ohne Frage, ist ja völlig in Ordnung. Aber es sollte irgendwann Schluss sein mit den Speedpunkten. Oh, Kuh, bitte lauf doch zu, wir haben keine Zeit. Kuh, ich muss zum Champi. Ja, aber dann gab es ja trotzdem damals schon zu Weihnachten oder so noch EP. Also es ist... Also ich kenne... Oh, Moment, warte mal kurz. Lass mich kurz die Kuh machen. Ich bin super unfähig, gerade beides simultan zu machen. Ich brauche noch ein Tier danach, schnell. Oh Gott. Oh nein, lauf doch einfach. Diese Kuh ist gerade wieder so richtig mies, ey. Die läuft einfach nicht. Okay, jetzt schnell. Okay, noch ein Tier. Schnell ein Tier finden. Oh, bitte keine Kuh oder kein Esel.
Irgendwas, was wir nicht... Na, 10 Minuten. Okay, 10 Minuten schafft man eigentlich jedes Tier. Außer es ist wieder irgendwo an einem Berg oder so. Lass mich ganz kurz das Tier finden, dann rede ich über alles hier. Aber ich will gerade noch Level 15 sein vor dem Rennen, ey. Scheiße. Hier ist kein Tier. Ja, also ich würde es halt feiern, wenn man ab Level 22 alle gleich schnell wären. Und Level 22 dauert ja schon wirklich lange. Also, wenn Level 22 Schluss mit Speed wäre, wäre das doch völlig in Ordnung. Warum muss das weitergehen? Ein Hühnchen. Sehr gut. Hier, komm, nimm mein letztes Futter, ey. So. Ja, also man kommt halt wirklich recht schnell auf dieses Level 19, 20 rum, weil das, was einen am Anfang immer aufgehalten hat, waren halt so diese Tagesblocke, aber die kann man jetzt verhältnismäßig schnell alle überspringen. Mein Lieblingspferd ist der weiße Isländer. Also der Isländer an sich generell, so. Jetzt, Champi, jetzt ist easy alles, so. Champi! Lakritze oder Butter... Lakritze oder Butterbrot? Was ist das denn für ein Vergleich? Ja. Ich finde, zwei Varianten sollte es geben. Entweder man reitet wirklich nur mit Leuten von seinem Level in Champis und in Rennen. Oder man sollte irgendwann sagen, irgendwann ist Schluss oben. Das ist einfach zu schnell ansonsten. Ich meine, Holly hat mal gesagt, er spielt am Ende 2013, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, das würde ja wiederum passen, ne, Hunter? Aber ich weiß natürlich nicht, wie lange jetzt Holly schon 23 ist. Was sind deine Lieblingsspiele? Ich mag halt diese Open World... Oh Gott, sorry. Baum. Diese Open World Spiele, so à la Zelda und sowas, mag ich halt auch echt gerne. Wenn's, oh Gott, ich habe wieder die Schrift. Und ansonsten Final Fantasy mag ich sehr, sehr gerne. Auch MMOs aller Art mag ich gerne. Hi, Lisa. Also ich würde es halt feiern, wenn nicht jetzt unbedingt großartig neue Sachen kommen, sondern der aktuelle Bereich mit mehr Sachen gefüllt wird. Also, dass man mehr machen kann in den aktuellen Bereichen, weil ich finde, die derzeitigen Bereiche alle sind ein bisschen sehr leer. Ich finde die aktuellen Bereiche alle sehr leer und das stört mich so ein bisschen. Ich hätte gerne mehr in den aktuellen Bereichen, weil die Karte ist doch groß genug. Warum braucht man unbedingt so viel mehr in der Karte? Magst du die Stallaufgaben? Nee, die geben mir, finde ich, zu wenig Schillinge. Ich finde 30 für Stall ausmisten und sowas, finde ich... Ich würde lieber 50 bekommen. Morgen kommt ein neues Handy an. Aber generell ist die Stallaufgabe, könnten sie mal ein bisschen upgraden. Dass man sagt, die ist ein bisschen moderner gemacht. Dass man sagt, die passt sich mehr ans Pferd an. Also man stochert ja teilweise sonst wo rum. Die Grundsache mit dem Ausmisten finde ich ja nicht dumm. Aber man könnte es so machen, dass man ein bisschen... Wie in der Star Stable Horses App. Warum macht man nicht diese Minispiele auch hier rein? Fändet ihr das nicht auch besser, wenn man diese Minispiele von dem Ausmisten von der Horses App nicht im Spiel hätte, fände ich das besser. Das ist 4 Tage und Level 8. Wir haben ja mal diese Challenge gemacht quasi, Anna, wo wir so richtig so durchgerannt sind. Wir hatten 2 Tage ja für Level 10 gebraucht, aber da waren wir auch wirklich kaputt danach. Das war richtig kaputt. Warum ich Open-World-Spiele mag? Ich erkunde sehr gerne. Ich habe gerne die Freiheit, selber zu entscheiden, was ich mache im Spiel selber. Ich folge ungerne so dem geraden Pfad. Ich mache gerne so, hey, da drüben ist was. Erkundet. Da ist noch was. Erkundet. So. In Star Stable gehe ich auch super gerne Sachen suchen. Einfach rumlaufen und geheime Sachen suchen. Mag ich total gerne. Hast du dir nicht mal 8 Quarter geholt? Ja, auf dem anderen Account. Und solange der erste Account was zu tun hat, gehe ich nicht auf den zweiten Account. Deswegen. Das ist einfach der Fall. Ich wollte sie einfach da haben auf dem zweiten Account. Auf dem ersten Account ist es mir wichtig, dass ich alles durch habe. Der zweite Account ist für mich so, immer wenn ich mal Lust habe, mache ich da was. Ich habe mit Augen zu, würde 5 Meter dauern. Weil Augen zu macht ja nur dann Sinn, wenn ich das wirklich so gut beherrschen würde, dass ich dann auch, ansonsten würde ich ja direkt gegen das erste Hindernis laufen und da stehen bleiben.
Bei dem Spiel hier, bei dem Hindernis, würde ich bei Chumpy mit Augen zu jetzt bis zur ersten Kurve kommen und dann würde ich einfach den Hang runterreiten und es wäre zu Ende. Das wäre ein bisschen... Ja... Deine Schwester hat dir deinen Arm gebrochen? Was? Warum das denn? Nee, ich wollte mir... Die Quarter waren ja alle reduziert. Deswegen habe ich die alle gekauft. Zu dem Zeitpunkt. Hang doch jetzt so auf dem Handy. Eigentlich ist es fertig. Eigentlich ist es fertig. Das heißt, die... Ich weiß nicht, was SSO noch für ein Problem hat damit. Irgendwas muss es ja sein, sonst wäre es schon längst da. Wenn ich nichts mehr zu leveln habe, gehe ich auf meinen zweiten Account. Ja, ich habe aber noch was zu tun. Token. Das Milchmaul fehlt immer noch. Und das zweite Steinpferd. Also, bist du dir sicher, dass man damit transaktiv was sie auf Reiten hat? Ja, bin ich mir ganz sicher. Ich habe die Bilder von einem Account gesehen, der 23 ist. Ja, man hat 47 auf Reiten. Eins mehr auf 22 und nochmal eins mehr auf 23. Und jetzt kommt das richtig unfaire, Emily. Level 23 ist auch kaputt. Also der eine Punkt von 21 auf 22 macht nicht so viel aus wie der eine Punkt von 22 auf 23. Also der eine Punkt Geschwindigkeit, den du bei 23 mehr bekommst, der fühlt sich wie zwei Punkte an. Weil du bist deutlich schneller als der eine Punkt. Und deswegen ist der 23er Punkt, deswegen ist das 23er Level schon, also das, es wird krass werden, sobald die ganzen 22er Speedracer diese Schwelle überschreiten, weil dann werden die Zeiten alle deutlich besser werden, weil sie dann merken werden, wie viel schneller sie sind. Also das wird viel ausmachen, denke ich, bei den Leuten. Habi, tanz mal alle SSO-Tänze in Real. Uff. Wollt ihr das wirklich sehen? Das ist... Das schäme ich mich ja selber vor mir. Meine Schwester schlafwandelt und sie haut mir eine Pfanne auf den Kopf. Was? Wieso? What the fuck? Meine Eltern immer wiederkommen? Nein, die sollen wiederkommen, aber wann weiß man nicht. Ich hole mir jetzt erstmal das zweite Steinpferd, weil die ja nur temporär da sind. Erstmal zweites Steinpferd, danach Milchmaul in der Reihenfolge. Archäologie und Fischen fand ich schon sehr unangenehm. Woher weißt du das? Weil ich genügend Speedracer kenne, die 23 sind, Emily. Und ich weiß auch, wie sich die Zeiten von denen verbessert haben durch 23 dann. Also... Welche? Ey, ich hätte mega Schiss, wenn meine Schwester jede Nacht... wenn ich Angst haben müsste, dass jede Nacht meine Schwester mit einer Bratpfanne vorbeikommt. What the fuck? Ey, ich würde meine Tür absperren jede Nacht. Ey, ohne Scheiß, ich hätte mega Schiss davor. Was für ein Milchmaul heißt es? Oder Mehlmaul, aber ich nenne es Milchmaul. Das Goatland mit der weißen Schnute. Danke für 123 Likes, vielen lieben Dank. Wie sieht es jetzt eigentlich mit der SSO-Serie aus? Die wird irgendwann im nächsten Jahr weitergeführt. Laut SSO. Safe kommen Campus und Telina wieder. Das ist das Einzige, was halt nicht wiederkommen sollte, war das Birken und das Kirschuri. Ich habe kein iPhone. Ich kann es auf dem Handy nicht zeigen. Ich habe kein iPhone. Ich habe nur Android. Solange die nicht... Und die sagen ja, wahrscheinlich wird es nicht für Android kommen. Deswegen kann ich sozusagen von SSO auf dem Handy gar nichts anfangen, weil... Ich habe keine Apple-Phone. Ich habe nichts. Ich habe nur Android. Ich kann quasi SSO auf dem Handy wirklich gar nicht nutzen. Nicht mal, wenn ich wollte. Weil ich keine Android-Sachen nutzen kann.
Ich bin da voll arm. Kannst du Hey Gani sagen? Hallo Gani? Hallo Nala? Habt ihr Angst vor Monster? Ich hätte ja Angst vor Schwestern mit Bratpfannen. Weil die ja wirkliche Gefahren sind. Geht's Mobile dann auch auf dem iPad? Ich generell denke, ja, müsste eigentlich funktionieren. Das ist ja Android, ne? Du schickst dir mein altes. Das ist sehr nett, auch wenn es irgendwie traurig ist. Wie meinst du das, Jana? Oxy, wie ich damit umgehe? Was mein Lieblingsfeld ist, weißer Easy. Ich gebe mir Mühe, Lost Chip, so gut ich kann. Ich guck mal, wo ich jetzt hier stehe. Ist hier ein 22er? 21? 22, die Vanessa. Ich guck mal, ob die Vanessa rechts von mir steht. 20? 21. Die Vanessa müsste ja rechts von mir stehen, wenn sie länger spielt als ich. Wenn sie links von mir steht, spiele ich länger. Nee, Vanessa, Anne und Monika. Die sind, müssten die alle 22? Hier, komm. Wir machen jetzt ein richtiges Flex-Manöver. Ah, scheiße. Ich kann, ach, stimmt, man kann sich ja während des Rennens nicht verwandeln. Ich hab's vergessen. Uff, habe ich da gerade Position verloren. Ey, wie viele... Guck mal hier, die ganze Pinto-Meute hier. Boah, ich sehe halt so schlecht gerade, weil die Pinto-Meute! Ohne Scheiß, ich verstehe es, dass die Leute die Spieler ausblenden. Ich habe halt mich nicht gesehen, gerade. Also, das ist halt schon schwierig. Wenn man halt nicht sich selber sieht, sondern überall nur Pinto-Popos. Aber vorne wäre ich wahrscheinlich eh nicht gelandet, außer die anderen hätten gefailt. Und da es nicht so aussieht, als würden sie gerade failen, wäre ich sowieso nicht vorne gelandet. Deswegen ist alles gut. Aber ich habe halt wirklich nichts gesehen vor lauter Pinto-Popos. Ah, nein, das ist... Oh Gott, das ist gerade die... Ja, ich bin noch ein bisschen rangekommen. Also wahrscheinlich wäre so Platz 5. Ich denke mal, Platz 5 wäre ich gewesen, wenn ich nicht gefailt hätte. Wäre ich Platz 5, denke ich mal. So bin ich halt jetzt 8. Das ist jetzt auch kein Drama. Ja. Es ist manchmal anstrengend. Ich glaube, das ist irgendwann Routine, Jana. Dass du einfach sagst, man ist sich dessen bewusst, dass man sagt, dass man halt nicht jetzt jeden Schwachsinn raushaut. Aber... Ah, nein! Ah, ich hänge! Nein! Nein! Oh Gott. Hä? Uff. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? 8.278. Habe ich gerade nicht mehr gesehen, wer wo war. Hey, Slammy. Reiten wir mal nach Vale zu Farrah nochmal und gucken wir mal, was wir da basteln können. Was fehlt denn uns? Wir haben kaum gute Jute. Und Jute können wir ja auf dem Weg noch sammeln. Das ist schon mal ein Real of Kant. Ja, aber erst nur einmal. Beim Pokémon Go spielen vor 4 Jahren, glaube ich. Das war das Einzige. Hier war gerade jemand rosa. Da ist wieder der rosane Winkel. Das ist so lustig, ey, mit dem rosanen Winkel einfach. Das sieht so doof aus, wenn alle Namen rosa sind. Ich stelle euch echt mal vor, das wäre real. Also, das wäre wirklich so, dass alle Namen im Spiel rosa wären. Uff. Ey, das ist so unangenehm. Tag der offenen Tür müsste auch nochmal irgendwie bald kommen. Oder wann war der? Wann waren der immer? Ich weiß gar nicht mehr. Was ist wichtig, wenn man YouTuber werden will? Spaß dran haben. Ansonsten hältst du das eh nicht durch. Weil du irgendwann einfach nur noch kaputt bist, weil du keinen Bock mehr hast auf alles. Einfach. Das kriegst du irgendwann Burnout und das war's. Wir machen das trotzdem mit, gibt 20 Schillinge. Fertig.
Vor allem manchmal ist es pink, manchmal ist es rot. Verstehe ich nicht. Ich frage mich, wie so ein Fehler reinkommen kann. Also mal morgen holen wir dann das Steinpferd noch. Und Token müssen wir dann auch noch morgen oder übermorgen so machen, oder? Das Eid ist zwar nicht, läuft uns nicht weg. Deshalb löscht hier, ist klar, dass er nicht wegläuft. Jute gleich noch sammeln auf dem Weg und dann, ja. Bei mir sind die Namen manchmal rot oder orange. Ja, bei mir ist es unterschiedlich. Aktuell sind sie bei mir immer, habe ich irgendwie diese, aktuell habe ich irgendwie diesen pinken Part. Ich weiß gerade gar nicht, Moment. Guck mal, jetzt sind sie auch so leicht lila, oder? Also, gerade finde ich die pinke Zone nicht. Wieso heult denn hier jemand? Warum? Warum weint denn die Mia? Hier war es gerade pink. Hier. Oh, das sieht so schlimm aus. Was soll ich jetzt sagen? Fabi, sag mal bitte Goni. Hi, Goni. Kann ich jetzt mal meine Freundin Maxi sagen? Kannst du mal für meine Freundin... Was kann ich für deine Freundin machen? Der Job war so schlecht. Entschuldigung, Kelly. Ich meine Jana. Hey, Maxi. Jetzt fragst du dich noch. Entschuldigung. Wie das euch immer triggert, wenn mein Pferd ausgelevelt ist. Warum denn? Das verstehe ich gar nicht. Das Spiel beginnt doch erst, wenn die ganzen Pferde ausgelevelt sind. Das euch für mich triggert, erst wenn ich andauernd level. Ich brauche dieses, dass ich mal mit einem ausgelevelten Pferd reite. Das Pastell-Lila geht. Das stimmt. Das Pastell-Lila, das jetzt hier gerade, das geht. Aber das Pink, das hier, das finde ich richtig unangenehm. Wir machen jetzt noch das Rennen und dann gehen wir nochmal zu Farah. Machen wir den Workshop. Danke für fast 150 Likes und vielen Dank. Morgen beginnt die neue Woche dann. Und bald 1.4 bei Genshin Impact. Dann kommt bald... Ich habe heute ein Video aufgenommen mit Nalita zusammen. Das kommt dann auch morgen. Nee, darf ich gar nicht morgen zeigen. Ups, Entschuldigung. NDA, darf ich gar nicht erzählen. Ich habe nichts aufgenommen heute. Vergesst das bitte sofort wieder. Wobei, das darf ich euch ja sagen. Ich darf euch nur nicht sagen, was wir aufgenommen haben. Doch, das darf ich euch auch sagen. Ich darf euch nur nicht sagen, was da an Infos drin ist. Na, wir haben den Bus-Simulator aufgenommen, den neuen. Ja, haben wir gemacht. Bald kommt ein neues Projekt, wo ihr alle kostenlos mitspielen könnt. Und das wird euch gefallen, das glaube ich. Ich glaube, das wird euch gefallen. Niki macht da mit. Wahrscheinlich Bella auch. Dein Vogel heißt Pinky. Ach, deine Vögel. Dein Vogel heißt Pinky und Brain. Der beste Name für einen Vogel. Und. Das startet auf jeden Fall auch nächste Woche, das Projekt. Und da könnt ihr alle mitmachen. Kostenlos mitmachen. Sogar vom Handy aus. Mal gucken, ob es euch gefällt. Ich denke schon, was voll putzig ist. Wenn du kein Star Rider bist, hast du dann schon den Code eingelöst für Star Rider für 7 Tage? Welches Projekt? Das darf ich euch noch nicht sagen, was geheim ist. Das ist voll geheim. Wenn ich euch das sagen würde, dann müsste ich euch alle die Brücke runterschubsen. Das möchte ich ja nicht. Ihr wollt doch nicht die Brücke runtergeschubst werden. Ich finde, wenn man keine EP bekommt, sollte man mehr Schillinge bekommen. Ja, der Fußsimulator. Ist auf jeden Fall richtig. Ich und Nali spielen Fußsimulator. Einer ist der Fuß, der andere ist das Bein und man muss laufen. Kostenlos ist immer gut, da bin ich dabei. Sehr gut. Ich weiß doch, dass kostenlos eure Herzen schneller schlagen lässt. Muss nur kostenlos sein und alle gleich. Was, wie kostenlos? Hier, ich. Genau, der Code ist 7 days for free. Alle Blitzdingsten, genau. Blitz. Mac. Stimmt, Ali ist die Brücke ja vorhin schon runtergefallen. Also ich schmeiß alle die Brücke runter, außer Ali, weil Ali ist die Brücke schon runtergefallen.
Verdammt, stimmt. Adi hat die Brücke auch noch überlebt. Das hilft ja nicht mal, die Brücke runterschmeißen. Ich muss mir was anderes überlegen. Das ist stimmt. Das ist jetzt, das ist leider eine Lücke in meinem Plan. Nee, aber freut euch drauf. Ich denke mal, wir fangen am Dienstag oder am Donnerstag damit an mit dem neuen Projekt. Weil mittwochs macht immer keinen Sinn, weil Mittwoch ist SSO-Update. Da macht es keinen Sinn, neues Projekt zu starten. Weil da haben wir genügend zu tun. Sattelseife-Netz und Leinen-Servietten. Sattelseife-Netz und Leinen-Servietten. Sattelseife-Netz, Leinen-Servietten. Ich habe vergessen, die Jute zu sammeln. Sattelseife-Netz. Sattelseife-Netz, 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 Sattelseife-Netz. Wo ist denn Sattelseife? Oh, da. Oh, voilà. An ihm geklickt. Oh, ich finde, das dauert immer so lange, diese Animation, ey. Sattelseife-Netz. Was fehlt denn noch? Netz, oder? Netz. Perfekt. Dein Hund heißt Buba. So, okay. Wir müssen jetzt hier, Moorland ist eins. Wo ist denn der Rest? Moorland hier vorne. Moment. Der Code braucht ein Netz am Moorlandstrand. Leinservietten in Wolfhall Inn. Moorlandschmiede, okay. Das heißt, wir gehen zum Wolfhall Inn. Wolf Hall Inn. Gute Nacht, Jamie. Und Dankeschön für 150 Likes. Vielen Dank. Wir müssen jetzt zum Wolf Hall Inn. Ich hoffe, das habt ihr alle gehört. Ich habe das gar nicht gesehen, dass da die Quest war zum Abgeben. Aber okay. Ich finde, die ganzen täglichen Quests sollten ein bisschen mehr geben. Immer so, nicht viel, aber so ein bisschen mehr. Dass es sich auch ein bisschen mehr lohnt, mit dem Transporter zu fahren. 170 Schellige. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir Moorland und die Schmiede noch. Und dann sind wir fertig. Vor uns rettet Marley. Ach nee, ist ein Fake Marley. Schlafen Hani und Anni schon. Was heißt schon? Die pennen halt immer, wenn ich streame, sind die immer gechillt. Wenn ich aufhöre, dann merken die das und dann kommen die und wollen dann halt irgendwas haben. Wieso bist du denn schon hier da? Also ich werde immer die langen Streams mache ich zum Beispiel dann jeder, mache ich immer dann, wenn meistens neue Sachen rauskommen, dann kann ich da auch mehr zeigen. Bei SSO ist es so, 8 Stunden SSO ist halt schwierig, was zu finden, noch was wir machen können, ne? Weil so nach 2 bis 3 Stunden hast du wirklich alles durch eigentlich. Dann müsstest du gucken, dass du das so ein bisschen mit der Brechstange machst und das mag ich nicht so gerne. Deswegen gucke ich immer, dass ich die langen Streams mache, wenn halt was Neues reinkommt, weil es dann einfach mehr Sinn ergibt. 250 Schillinge ist schon nice. Wenn die nah beieinander sind, die drei Sachen, dann ist das immer super cool. Das ist halt immer nur das Problem, wenn es halt nicht so nah beieinander ist. Hat man da immer echt so einen weiten Weg für quasi keine Schillinge. Das ist immer so das Problem, was man da dann hat. Aber wir haben jetzt, schaut mal, wir haben jetzt schon 8700 wieder. Wir sind also fast wieder beim Maximum. Es geht echt schnell. Ich habe immer noch so ein Seil. Gibt das auf? Wie viel gibt das? Auf 170. Ja. Guck mal, uns fehlen 5 Schillinge. Dann hätten wir... Wir müssten irgendwas für 5 Schillinge verkaufen. Dann hätten wir 8, 8, 8. Habe ich irgendwas, was 5 Schillinge wert ist? Das ist 40. Das ist wieder 10 wert. Verdammt. Das Futter ist 2 wert. Mist. Das ist nur 2 wert. Das ist voll teuer gewesen. Hier 7. Moment. 0. 1. 2. 4. 1. Ach nee, das macht keinen Sinn, das zu verkaufen.
Ja, das Schillinger gibt es echt viel. Welche Heime lohnt sich am meisten? Ich glaube, sowas wie Golden Hills vor Pinter, da wo du halt in der Nähe von den. Weil eigentlich ist ja jeder Heime ja recht ähnlich. Du brauchst halt einen Briefkasten und idealerweise bist du in der Nähe von einem. Von der Busstation. Und deswegen kannst du eigentlich alles ganz gut nehmen, je nachdem, ob du halt häufiger mit dem Bus fährst oder mit der Fähre, machen halt die anderen Sachen Sinn. Ich finde halt, Fort Pinter ist am angenehmsten derzeit. Du hast den Bus direkt, du hast einen Briefkasten, du bist in der Nähe von den ganzen Rennen am Anfang, wo du startest, und du hast auch noch eine Fähre. Also ich glaube, Fort Pinter ist der Stall, wo du am meisten machen kannst von raus. Ich glaube, da ist Fort Pinter am angenehmsten. Weil da ist einfach das meiste außenrum. Ist so meiner Empfinden her. Aber. Ja. So. Aber jetzt sind wir eigentlich mit allem durch. Oder stellt jemand mit einem Urpferd? So, stellen wir es hier noch ein bisschen hin für ein Bild. Ja, also es ging jetzt nur um das Praktische her. Du kannst auch zum Beispiel Golden Hills nehmen, weil da halt die Dailies sehr viel bringen. Und wenn du halt immer dich zu den Heimatstall zurückportest, um die Dailies dort zu machen, bringt dir vom Geldtechnischen her Golden Hills sehr viel. Mein Liebling in SSO ist der weiße Easy. Aber ich werde mich jetzt gleich mal noch ein bisschen abendmäßig an das Logo machen für meinen Club, für Evil Rainbows. Und ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Morgen gibt's in der Früh die Folge mit dem Outfits. Und in der Früh ist schon fertig, ist auch schon hochgeladen. Wenn ich so groß bin, mein Pferd ist groß, nicht ich. Dann ist NHC am besten, weil man einfach so viele. Das ist richtig. Also New Hillcrest kannst du auch viel machen. New Hill, aber da ist nicht so viel außenrum, Stella halt, ne? Aber gut. Ich sag danke fürs Zuschauen. Hast du auch Hey Blaubeere? Blaubeere, Hey Blaubeere. Hey Sophie. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Runde. Morgen kommt. Warte mal kurz, morgen ist der 15. Ich hatte, darf ich noch nichts zeigen. Aber ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Die nächsten Tage kommen auf jeden Fall mal neue Projekte. Darf ich noch nicht so viel drüber erzählen. Aber kommen bald der neue Busse. Und so weiter. Haut rein. Danke fürs Zuschauen. Schönen Start in die Woche euch. Bis morgen. Haut rein. Ciao, ciao. Yeah, we keep on dancing to